weiß gar nicht. Keineswegs so, wie ich mir das vorgestellt habe. Also für heute Abend ist wohl Gewitter angesagt, wie man jetzt gerade hört. Die müssen sich langsam echt beeilen, weil sonst kommen sie ins Gewitter da oben rein. Das ist gefährlich. Bei der Outdoor-Challenge kommt es zu einem dramatischen Zwischenfall. Denn die Natur hat ihre eigenen Regeln. Das Gewitter ist aufgezogen, die Teilnehmer waren noch im Wald verteilt. Wir mussten erstmal alle aus dem Wald rausholen. Da das Gewitter ein bisschen schwerer war, habe ich entschieden, dass die Nacht ausgesetzt wird. Das Unwetter hinterlässt Spuren, auch bei den Teilnehmerinnen. Am Morgen danach zieht Anni schweren Herzens Konsequenzen. Ich stehe jetzt hier gerade, weil ich leider die Challenge abbrechen muss. Ich habe leider festgestellt, dass ich dem Ganzen nicht gewachsen bin, dass ich es körperlich einfach nicht schaffe. Ich hätte gedacht, ich packe sie ganz locker, aber sie ist doch deutlich härter, als ich dachte. Und ich bin wirklich sehr an meine Grenzen gekommen. Mit Christine habe ich mich natürlich auch schon kurz geschlossen und ich wünsche ihr weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und ganz viel Kraft für die Challenge. Und sie ist definitiv in Gedanken bei mir und umgekehrt genauso. Also sie kämpft für uns auch ein bisschen mit. Tine und Jax wollen weiterkämpfen. Auch ohne gegnerisches Team wartet auf sie ein Wald voller Abenteuer und Geheimnisse. Und der GPS-Tracker von Fressnapf ist auch immer dabei. Bei ihrer Ankunft im Camp hat Survival Guide Steffen bereits große Pläne im Gepäck. Hey. Hi. Prima, ihr habt's geschafft? Ja. Prima, wunderbar. Ihr habt euren Platz erreicht. Hier links geht's in den Lagerplatz quasi rein. Aber bevor wir uns jetzt halt hier uns ein bisschen häuslich einrichten, dass du auch jetzt halt den Tag bzw. die Nacht überstehst, müssen wir noch ein bisschen was tun, um die 4 Survival-Prioritäten natürlich auch einhalten zu können mit Feuerschutz, Wasser und Nahrung. Um Zunder, wir müssen uns kümmern um ein bisschen Brennmaterial. Dann bin ich mal gespannt, was du daraus zaubern kannst. Ja. Dann legen wir einfach mal los. Super. Komm mit. Im Wald zu überleben ist harte Arbeit. Vor allem die Übernachtung erfordert eine Menge Vorbereitung. Du musst schauen, dass du jetzt deine wichtigsten Ressourcen findest für die Nacht. Vor allem geht es darum, du brauchst Zunder und Anzündmaterialien. Wir haben Harz gefunden. Grundsätzlich an den Waldlichtungen findest du immer viel Nahrung, normalerweise, was Wildkräuter angeht. Ich glaube, wir machen als nächstes die Brennnessel. Die sind nicht recht leicht zu finden. Ich habe da nicht so die Einschätzung, aber ich glaube, eine Tasse sollte sogar fast reichen zum halbwegs satt werden. Ist auf jeden Fall Wildkleber, der Name, glaube ich. Schmeckt wirklich wie saure Apfel. Also wir sind gerade auf der Suche nach Wurzeln von Fichten, die wir noch brauchen, um uns eine Schnur zu bauen. Wir waren erfolgreich, ja. Sehr gut. Alles gefunden. Gute Arbeit, sehr gut. Mach was zu, damit nichts rausfliegt. Bevor wir jetzt aber hier anfangen mit Essen oder Feuer oder irgendwas, ist das Allerwichtigste, dass du zuerst dich um deinen Schutz kümmerst. Mhm. Das bedeutet, du musst dir jetzt halt eine Schutzhütte bauen. Du hast eine Säge, du hast viel Power. Dann leg los. Die Zeit läuft jetzt. Du hast 4 Stunden Zeit. Ja, machen wir. Bin gespannt, wie schnell ich die Hütte gebaut bekomme. Und ja, bin gespannt, was mich heute Nacht erwarten wird, ob ich schlafen kann oder ob es arg unheimlich wird. Das ist alles viel zu klein, was ich hier zusammenbastel. Plan B wäre, dass Jax hoffentlich zumindest halb in der Höhle schläft und halb draußen. Damit könnte ich, glaube ich, auch ganz gut leben. Aber im besten Fall kommt er natürlich mit rein. Eigentlich könnte das passen, glaube ich. Ich glaube, wir haben zumindest ein erstes Gerüst. Und jetzt geht's weiter ans Eindecken. So, wir haben jetzt auf jeden Fall lang genug gearbeitet und ich habe echt Hunger. Deswegen suchen wir uns jetzt einen geeigneten Platz. Das sieht hier doch ganz gut aus. Ich glaube, hier könnten wir gut ein kleines Feuer machen. Wir fangen einfach mal an, hier alles Brennbare zur Seite zu schaffen. So. Abgesegnet. Super. Brennnessel habe ich bisher nicht gegessen, aber lassen wir uns überraschen. Und der Hunger treibt sehr rein, bekanntlich. Ein Feuerzeug. Das ist jetzt das Abendessen. Es gibt heute Wildkräutersuppe. Ich bin gespannt, wie das schmeckt. So. Dann lassen wir das Ganze jetzt einmal köcheln. Dann können wir es uns schmecken lassen.
Mein Essen ist jetzt fertig. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Und vor allem bin ich gespannt, wie die Nacht wird, so ganz allein im Wald. So, wir sind jetzt allein im Camp und wir lassen uns, oder ich lasse mir jetzt besser gesagt, meine Wildpflanzensuppe schmecken. Jax hatte gerade schon sein Abendessen. Schmeckt besser als erwartet, aber auch nicht gut. So, mein Schlafplatz für die Nacht steht. Das sieht doch auf jeden Fall gemütlich aus. Schlafsack haben wir auch. Ja, es war auf jeden Fall ein aufregender Tag, anstrengender Tag, aber es hat super viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wie die Nacht wird. Ich habe in meinem Leben noch nie wirklich draußen allein im Wald geschlafen. Also es wird wahrscheinlich schon eine Herausforderung. Aber ich bin ganz sicher, dass wir das schaffen und danach um eine Erfahrung reicher sind. Und ja, wir genießen jetzt die letzten Minuten am Feuer und werden dann langsam ins Bett gehen. Ja, die erste Nacht ist geschafft. Ich habe keine Ahnung, wie spät es ist. Es ist auf jeden Fall mittlerweile komplett hell. Die Nacht war echt super. Jax hat es auch ganz klasse gemacht, hat die ganze Nacht auf seinem Körbchen gelegen. Und ja, also schon verrückt. So könnte man sich dran gewöhnen, so jeden Morgen aufzuwachen. Doch zum Entspannen bleibt keine Zeit. Laufe an die Wiese für das große Finale. Dort erwartet euch eure letzte Challenge. Ein letztes Mal muss Tine ihre Navigationskünste unter Beweis stellen. Heute klappt es ganz ohne Verlaufen, wie der GPS-Tracker beweist. Ich habe keine Ahnung, was uns erwarten wird. Wir laufen aber gerade auf eine große Wiese. Daher könnte ich mir vorstellen, dass das Ganze was mit Bewegung zu tun hat. Richtig getippt. Beim finalen Hindernisparcours müssen Tine und Jax noch einmal alles geben. Ja, ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen. Jax macht sich gerade auch schon warm. Also ich glaube, das wird was. Herzlich willkommen zu deiner großen finalen Challenge. Wir haben hier eine kleine Seilstation für dich aufgebaut. Du hast hier 10 verschiedene Seile, mit denen du dann gleich beginnen wirst. Die Schnur muss komplett entknotet, einwandfrei sauber, einfach drüber gelegt werden. Und dann rennst du hier weiter. Vollgasattacke durch den Parcours durch, bis hoch an die Fahne und dann hast du es geschafft. Du hast für die ganze Aufgabe 5 Minuten Zeit und für jede weitere Minute, die du benötigst, gehen jeweils 100 Euro ans andere Team. In Summe hast du aber die Möglichkeit, 1000 Euro zu gewinnen. Bereit? Ja. Dann los! So, und los! Hürdenlauf und Slalom. Kein Problem für Jax. Erst die Hundewippe entpuppt sich als Endgegner. Da hilft auch kein Leckerli mehr. Versuch's mal, Jax. Komm. Wir lassen das aus. Verstehen. Ich glaube, es waren mehr als 5 Minuten. An der Wippe haben wir schon Zeit verloren. Ich glaube, bei den Knoten ging es relativ schnell. Aber Wippe haben wir schon recht lange versucht. Für einen guten Zweck erspielen Tine und Jax 1000 Euro. Davon gehen 900 Euro an eine Tierschutzorganisation ihrer Wahl. Über die restlichen 100 Euro darf Konkurrentin Anni entscheiden. Die Organisation, an die ich das Geld geben werde, ist der Verein Happy Paws e.V. Germany. Die betreuen Hunde in Rumänien. Ich denke, das Geld ist da gut aufgehoben. Ja, sie können es auf jeden Fall brauchen und bin froh, dass es da hingeht. Jax kommt auch von diesem Verein und wir sind nach wie vor in Kontakt, was mich auch freut. Und ja, da können wir, glaube ich, Gutes bewirken mit dem Geld. Anni wollte das Geld der Monroe Ranch spenden. Das ist ein Gnadenhof. Und ja, ich denke, da ist das Geld auch mindestens genauso gut aufgehoben wie in Rumänien bei den Happy Paws. Und ich freue mich, dass auch ein Teil des Gewinns dorthin geht.
Dankeschön. Ja, ich bin wieder online. Bei der Outdoor-Challenge hat mir am meisten Spaß gemacht, das draußen schlafen. Eigentlich das, wovor ich am meisten Angst hatte. Wurde da aber eines Besseren belehrt und es ist gar nicht so schlimm, draußen zu schlafen. Würde es wahrscheinlich sogar auch noch mal machen. Und überrascht hat mich, dass es am Ende mit dem Navigieren dann doch geklappt hat. Also es ist mir am Anfang ja wirklich sehr, sehr schwer gefallen. Aber wenn man so ein bisschen den Dreh raus hat und das Prinzip verstanden hat, ist schon cool, wenn man dann ein Erfolgserlebnis hat und weiß, dass man im schlimmsten Fall auch ohne Handy zurechtkommen würde und nach Hause findet. Wenn ich die Outdoor-Challenge verlassen habe und zu Hause bin, werde ich als allererstes duschen. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf und ein kühles Getränk, das wird auch ein Highlight. Tine kann stolz auf sich sein und auf ihren Hund. An den 3 Tagen der Challenge hat Jax eine Gesamtstrecke von 9,7 Kilometern zurückgelegt.